Ich komme ja weiter, aber irgendwie ist dann immer diese innere Blockade. Das ist so, als würde ich mit angezogener innerer Handbremse durchs Leben gehen. Wenn du dir das schon mal gesagt hast, das hat nach diesem Video hier ein für alle Mal ein Ende. Mich hat das früher immer kirre gemacht. Ich habe all die Bücher gelesen, die Podcasts gehört, war auf den Seminaren, habe die Tagebuch geschrieben. Ich habe all das umgesetzt und irgendwie war es so, als wäre da so ein Gefühl, irgendwas fehlt. Es hat irgendwie gut geklappt. Ich habe Fortschritte gemerkt, sowohl in meinem Glück als auch in meinem Erfolg. Aber dann war da diese eine Blockade. Und ich habe irgendwann angefangen, mit einem Mentor von mir zu arbeiten, wir haben uns durch Zufall auf Instagram kennengelernt. Ja? Durch Zufall, wir haben miteinander angefangen zu schreiben. Und er hat mir etwas gezeigt, was sich damals für mich sehr verrückt angehört, was ich heute sehr gut verstehe, nämlich deine Persönlichkeitsanteile. Wir haben verschiedene Persönlichkeitsanteile. Ne? Du kennst das. Wenn du mit deiner besten Freundin Zeit verbringst, verhältst du dich anders, als wenn du mit deiner Mama Zeit verbringst, als mit vielleicht einem deiner Mitarbeiter oder deiner Mitarbeiterin, als vielleicht mit jemandem, den du so nebenher kennst. Es kommen verschiedene Persönlichkeitsanteile von dir. Oder wenn du hungrig bist, wenn du horny bist, wenn du produktiv bist, wenn du entspannt bist, wenn du gut gelaunt bist, wenn du wütend bist, es kommen andere Teile hoch. Nicht wahr? Und wir alle haben all diese Teile in uns drin. Und diese innere Handbremse entsteht, wenn ein bestimmter Teil nicht integriert ist. Heißt, wenn ein Persönlichkeitsanteil von dir, du hast gesagt, das bin nicht ich. Und du hast ihn irgendwo in die Ecke geschoben, aber der ist ja nicht weg. Das ist so, als wäre in dem Zimmer, in dem du gerade bist, so an der hintersten Ecke jemand, der dir gesagt hat, hallo, hey, ich bin hier. Und du sagst, nein. Ich weiß, dass du mich hören kannst, hallo. Ich sehe dich, hallo. Ja, geh weg. Genau das passiert im Endeffekt in dir drinnen. Und dadurch entsteht dieses Gefühl von der inneren Handbremse. Du kommst bis zu einem bestimmten Punkt, vielleicht wie glücklich du bist, wie gelassen du bist, wie erfolgreich du bist, wie viel Geld du verdienst. Und dann zieht die Handbremse an, weil dieser andere Teil sich plötzlich meldet und sagt, aber denk mal an mich, aber denk mal an das, was wir hier machen wollen. Aber denk noch mal an diese Sache. Und dann fühlt es sich an, als wäre es so in zwei Richtungen zerrissen, nicht wahr? So, wie löst du das Ganze jetzt? Wir haben zwei Möglichkeiten. Ja? Wir haben die Möglichkeit, nach außen zu schauen und wir haben die Möglichkeit, nach innen zu schauen. Machen wir erstmal das nach außen schauen, weil das ist, denke ich, macht das Ganze sehr viel schneller klar. Und zwar, schau dir die Leute an, welche dich triggern. Die Leute, die du überhaupt nicht leiden kannst. Die Persönlichkeitsanteile, die du an anderen Menschen nicht magst. Die Charaktereigenschaften, die Verhaltensweisen. Du siehst vielleicht jemanden, der sehr gierig ist und merkst, das triggert dich total. Und guck mal, jetzt wackelt dir das Glas schon. Selbst das Glas ist getriggert. So, kann ich! Guckst dir die Menschen an, welche dich triggern, welche das in dir auslösen. Du weißt genau, da ist ein Teil, den du nicht integriert hast. Und wenn du jetzt sagst, ja, aber sind alle Sachen, die mich mir außen triggern, etwas, was in mir nicht integriert ist? Pretty much. Ich meine, wenn ich dir jetzt sage, du mit deinen scheiß grünen Haaren, und du hast keine grünen Haare, wenn du jetzt grüne Haare hast, denkst du, wie kannst du nur, Alexander? Nehmen wir an, du hast keine grünen Haare, ja? Dann wird dich das nicht erwischen. Also, okay, ich habe keine grünen Haare. Aber wenn etwas in dir da ist, was erwischt wird, ja, was stimmt, dann reagiert das ganze Nervensystem, wie Tony Robbins so gerne sagt. Also guck erstmal im Außen, welche Persönlichkeitsanteile bei anderen Menschen triggern dich? Welche Verhaltensweisen bei anderen Menschen triggern dich? Machen dich wütend, machen dich traurig, enttäuschen dich? Und dann schau mal, inwiefern habe ich das nicht integriert? Weil wenn du anerkennst, ja, das ist auch ein Teil von dir, ja, sei es Gier, so ja, ich habe auch einen gierigen Teil von mir, der hat gelogen, ist scheiße, aber ja, ich habe auch einen Teil in mir, der lügen kann. Dann integrierst du diesen Teil. Das ist die eine Sache. Das andere ist, nach innen zu gehen. Ich meine, du gehst in beiden Sachen nach innen, aber da nutzt du sozusagen die Außenwelt als Spiegel für dich selbst. Ja? Weil dein Leben ist auch nur ein Spiegel von dem, was in dir vor sich geht. Aber das ist ein Thema für ein anderes Video. Ich habe übrigens eine sehr coole Folge auf meinem Podcast dazu gemacht. Wenn du meinen Podcast noch nicht hörst, der Alexander Wahler Podcast, Montag bis Freitag neue Folgen, der ist Crème de la Crème. Crème de la Crème. Ich bleibe hier mal deutsch. Ja? Hör dir den an, der Podcast ist Hammer. Du kannst dann nach innen gehen. Und zwar kannst du dich wirklich hinsetzen und dich mit dir selbst unterhalten. Denn du hast ja verschiedene Persönlichkeitsanteile. Sei es dein inneres Kind, dein aggressives Ich, dein wütendes Ich, dein liebevolles Ich, dein empathisches Ich, dein glückliches Ich. Und du kannst, wenn du mal in dich reinhorchst und ehrlich zu dir bist, ganz genau merken, welchen Teil hast du nicht integriert. Wo bist du nicht ehrlich zu dir? Wo sagst du dir, oh, so bin ich nicht. Nein, so wäre ich auf gar keinen Fall. Oder das passt nicht zu mir. Und das kann etwas Positives, das kann auch Negatives sein. Also negativ, positiv. Ja? Beispiel. Wenn du jemand bist und du sagst, ja, ich bin ein sehr krasser Kopfmensch, heißt das im Endeffekt, deine emotionale Seite, davon hast du dich sehr distanziert. Dass du nach innen gehst und schaust, wo ist denn diese emotionale Seite? Hey, wie geht's dir? Und das wirklich visualisierst. Ja? Und da kommen teilweise richtig krasse Bilder hoch. Dass du wirklich visualisierst, hey, wo ist meine emotionale Seite? Kontakt mit dir aufnimmst, nach innen gehst mit der Intention, hey, wo bist du? Wie geht's dir?
Ich weiß, ich habe mich lange nicht um dich gekümmert, aber vertraust du mir? Was brauchst du von mir? Oder vielleicht bist du jemand, womit ich ein riesiges Problem hatte. Mein Gott, hatte ich da ein fucking Problem mit. Ich hatte ein richtig krasses Wut- und Aggressionsproblem. Ganz, ganz lange. Ja, was mich auch dann zu Sport, Kampfsport, Meditation, Persönlichkeitsentwicklung, all zu diesen Themen gebracht hat. Und ein bestimmtes Stresslevel natürlich. Ja? Was ich heute Leuten beibringe, wie sie das selbst lösen. Und das war natürlich da, weil ich mich von diesem Teil distanziert hatte. Gesagt, nein, Männer, die wütend sind, Männer, die aggressiv sind, schlecht, es ist böse, ich bin nicht so. Was ist passiert? Ich distanziere mich und dann in den schlimmsten Situationen überhaupt, boom, kommt das hoch, die Aggression, Wut übernimmt mich geradezu. Und dann ist es so, als würde die Emotion durch mich hindurch leben. Und wenn dann dieser Wutanfall weg ist, ist es also, was ist jetzt schon wieder passiert? Nein, so bin ich nicht, so bin ich nicht, so bin ich nicht. Bis ich mir irgendwann eingestehe, doch, ich habe eine aggressive Seite und das ist gut. Wenn die nicht da wäre, dann könnte ich ja meine Ziele nicht verfolgen. Doch, ich habe eine Seite, die sich verteidigen kann. Ich habe eine Seite, die wütend werden kann. Es ist gut, wenn das nicht da ist, würde etwas fehlen. Und siehe da, auf einmal ist es so, als würdest du Ownership dafür übernehmen. Als würdest du diese Seite in dir adoptieren, diese Anglizismen, nicht wahr? Als würdest du diese Seite in dir adoptieren und sagen, hey, ich höre jetzt auf, dich von mir wegzustoßen, komm her, lass dich umarmen. Und plötzlich dient diese Seite dir, weil sie ist plötzlich in dich integriert. Das ist ja ein Teil von dir. Du kannst etwas, was in dir drin ist, nicht von dir wegschieben. Geht nicht, es ist wortwörtlich in dir drin. Und somit löst du dieses Gefühl der inneren Handbremse. Guck, was triggert dich im Außen? Okay, schau, inwiefern bin ich das? Guck, geh nach innen und schau dir ganz genau an, sei ehrlich zu dir. Das ist das Schwierigste, aber auch das Einfachste, wenn wir ehrlich sind. Ja, weil du weißt es, du weißt es. Wenn du ehrlich zu dir bist und mal nach innen guckst, du weißt es, ich brauche dir nichts sagen. Die Frage ist, hast du den Mut, ehrlich zu dir zu sein oder bist du noch nicht bereit dafür? Wenn du noch nicht bereit dafür bist, okay. Früher oder später wirst du bereit sein, schwätzen, wenn der Schmerz groß genug ist. Ja? Die meisten Menschen brauchen einfach genug Schmerz, um sich zu verändern. Und keine Sorge, der Punkt kommt irgendwann. Ja, aber warum darauf warten, warum nicht das Ganze jetzt machen? Und dann integrierst du diese Teile in dir und wow, das Gefühl der inneren Handbremse ist weg, oh mein Gott. Und andere fragen dich immer, hey, wo hast du die ganze Energie her? Warum bist du immer so gut gelaunt? Was machst du? Wie denkst du? Was ist dein Geheimnis? Und alles, was du denen sagen kannst, ist genau das, was ich dir jetzt hier sagen kann. Das ist halt, naja, ich habe nach innen geschaut. Ich habe mich darum gekümmert. Ich bin in mein Unterbewusstsein gegangen und habe die Seiten, von denen ich mich distanziert habe, integriert. Dann kommt dieses Gefühl von, hey, ich bin erfüllt. Ich bin ganz. Es fehlt nichts. Und das Gefühl, als Nebeneffekt, das Gefühl von, oh, ich bin nicht gut genug oder irgendwas fehlt, verschwindet dann auch. Und wenn du willst, dass ich dir dabei helfe, ja, weil das ist leicht, aber nicht unbedingt so leicht, dann habe ich was für dich. Ich habe 3 kostenlose Meditationen für dich vorbereitet. Das ist eine 3-teilige Meditationsserie, in welcher wir erstens den Verstand, den inneren Kritiker beruhigen, dann in deine Emotionen gehen, damit du mehr Glück und Lebensfreude fühlst und dann drittens dir zeigen, wie du diese Persönlichkeitsanteile integrierst, weil du dann erkennst, dass du deine eigene Realität erschaffst. Das sind 3 aufeinander aufbauende Teile, die mega sind. Du kannst sie dir jetzt sichern auf derglückskurs.com. Die sind kostenlos für dich. Es ist eine Preview aus meinem neuen Kurs, der Glückskurs, welcher am 12.8. veröffentlicht wird. Der Link ist unten in der Beschreibung. Sicher dir jetzt, mach die Meditation. Die sind nur 10. Die eine ist 10 Minuten, die andere sind 20 Minuten lang, also super kurz. Und wow, du wirst sofort verstehen, was ich dir im Video gesagt habe. Nicht, weil du es hier oben verstehst, sondern weil du es fühlst. Also sicher dir die, viel Spaß dabei und gib mir danach gerne Feedback hier in den Kommentaren oder auf Instagram @AlexanderWahler. Bis dann.